drei Grundprobleme bewegen mich eigentlich auf dem Bundestag, die mit dem Grundeinkommen oder mit meiner Motivation, mich fürs Grundeinkommen einzusetzen, zusammenhängen. Das eine ist die Frage, was machen wir denn mit einer Wirtschaft, die nicht mehr wachsen kann, in der aber alle im Grunde noch davon ausgehen, dass sie wachsen wird. Denn in den Parteien ist es ja immer noch so, dass man denkt, ja, also um die Sozialsysteme in den Griff zu kriegen und so alles mögliche Bildung zu finanzieren, brauchen wir am besten weltweit ein Wachstum von ungefähr jedenfalls 3%. Also das ist so die Unterkante. Und wenn man dann mal jemanden, der ein bisschen Mathematik kann, nachrechnen lässt, was das heißt, bis zum Jahr 2050, dann bedeutet das eine Verdreifachung der gesamten jetzt vorhandenen Weltproduktion. Und das sieht sofort jeder ein, das geht gar nicht. Es würde alleine im Temperaturbereich einen Anstieg um ungefähr 4,2 Grad weltweit bewirken. Wir produzieren nämlich jetzt schon im Durchschnitt doppelt so viel, wie wir überhaupt verbrauchen können weltweit. Und da sieht man, dass ein Gedanke, der auch ganz lauschig immer in die Debatte geworfen wird, Wachstum, im Grunde aber sowas von am Ende ist, dass es mich wundert, dass es überhaupt noch Menschen gibt, die von einem Wachstum in diese Richtung reden. Wir Grünen ziehen uns da etwas eleganter aus der Affäre. Wir haben nämlich ein neues Wort geschaffen, qualitatives Wachstum. Und das wird dann so im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien gedacht. Und da sind auch ein paar ganz gute Ansätze drin. Aber wir brauchen jede und jeden, der mitarbeitet, diese Idee, die ganz gut klingt, auch auf Dauer wirklich mit Inhalt zu füllen. Also was heißt qualitatives Wachstum denn wirklich? Auf jeden Fall geht es in dem klassischen Wachstum überhaupt nicht mehr. Der zweite Punkt ist, dass immer noch ganz viele Politiker meinen, sie können davon sprechen, dass sie die Arbeitslosigkeit gravierend verkleinern können. Es gibt ja sogar noch wieder Leute, die reden jetzt von Vollbeschäftigung. Das ist natürlich auch, und mich wundert das, wenn ich mit einem, ich war ja bis zum Dreivierteljahr Lehrer, mit einem Siebenklässler oder Achtklässler oder sowas rede, der sieht das sofort ein. Aber sogenannte Fachleute haben es dann immer schwer. Und das verstehe ich nicht, da steht die Welt immer so ein bisschen auf dem Kopf. Also natürlich wissen wir alle, dass überall rationalisiert wird. Und der hier ja sicher gut bekannte Götz Werner, sagt mir mal, ich weiß ja, ob es in einem Buch war oder in einer Geschichte, die ich gehört habe, nennen Sie mir doch bitte mal einen Unternehmer, der morgens am Frühstückstisch darüber nachdenkt, wie schaffe ich heute neue Arbeitsplätze. Den gibt es nicht. Es gibt höchstens einen Unternehmer, der sich überlegt, wie er seine Produktion erweitern kann und als Folge einer Produktionserweiterung er dann vielleicht auch, wenn es nicht durch Maschinen geht, neue menschliche Arbeitskraft in Anspruch nehmen kann. Aber diese so, wie schaffe ich Arbeitsplätze, funktioniert nicht. Und ich habe das mal erlebt in Kiel, in einer Sitzung, da waren auch verschiedene Parteien zusammen. Da haben wir irgendwie 2,5 Stunden, das ist jetzt ein paar Jahre her, zusammengesessen. Und dann kam also nach 2,5 Stunden ein, wie ich immer gerne sage, ein Nobelpreisreifes Ergebnis raus. Nämlich eine Erklärung, ein Aufruf an die Wirtschaft, Wirtschaft soll Arbeitsplätze schaffen. Das hat mich schon ziemlich genervt, 2,5 Stunden für so ein Ergebnis da zu sitzen, aber der Gründer kam dann erst beim nächsten Tagesordnungspunkt, der lautete nämlich, wie schaffen wir beim Land Stellen ab? Zum Beispiel beim Wasser- und Schifffahrtsamt, das für uns in Schleswig-Holstein relativ große Arbeitnehmer ist. Und dann sitzt man da und sagt, Moment mal, wie kann das angehen? Also überall wird rationalisiert, der Staat selber tut das Land selber tut das, die Gemeinden tun das. Aber genau die Politiker und Politikerinnen, die das machen, sagen dann Aufruf an die Wirtschaft, Arbeitsplätze schaffen. Natürlich gibt es Bereiche, so die boomen und da passiert auch was in Richtung Arbeitsplätze. Aber es kann doch nicht darum gehen, dass man also allen droht, quasi mit einem riesigen Angstpotenzial, wenn das und das nicht passiert und wenn du das und das nicht machst an Qualifikation oder wenn wir dieses oder jenes Großprojekt nicht machen, Arbeitsplätze. Also es gibt inzwischen, glaube ich, nichts mehr, was nicht mit dieser Drohung begründet wird, das schafft Arbeitsplätze. Und da gibt es diesen schönen Satz wie heißt sie noch, Angela Merkel. Machen wir unseren Taschenbuch. Was ist das, was ich hier mache?
Das ist eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Nach dem Motto, sozial ist, was Arbeit schafft. Wenn das stimmt, dass sozial ist, was Arbeit schafft, dann sind die absolut sozialsten Menschen auf der Welt die Drogenhändler. Die schaffen sowas von Arbeit, bis in die Medizin rein, bis in die Strafverfolgungsbehörden, weltweit, sozial ist, was Arbeit schafft, dann müssten wir unseren ganzen Müll wieder auf die Straße kippen, weil das schafft unglaublich viel Arbeit. Jetzt mache ich das Gegenteil. Sozial ist, was Arbeit wegschafft. Wenn ich nämlich etwas tue, damit andere es nicht machen müssen, dann ist das sozial. Aber einfach nur sagen, die Menge an Arbeit zu vermehren, wäre sozial, ist wohl einer der größten sozialpolitischen dummen Sätze, die es überhaupt gibt. Da steckt überhaupt gar kein Sinn drin. Und es gibt noch mehr solche Sätze, es gibt auch eine ganze Menge Worte, die so verwendet werden, die total leer sind. Auch wir Grünen neigen manchmal ja dazu, so ein Wort ein bisschen überzustrapazieren. Also kennt jemand so ein grünes Wort, das überstrapaziert ist, das man in jedem dritten grünen Satz hört? Also das Wort ist auch schon ganz, also jede Plastiktüte ist inzwischen nachhaltig, also es ist wirklich sinnentleert, das Wort, ich meine, obwohl es an sich eine gute Definition hat. Aber der Umgang mit Sprache, gerade in diesem sozialen Bereich, der mein Thema ist, den finde ich schon spannend. Es gibt so ein Buch, Schwarzbuch Hartz IV, da stehen so Berichte, Fallstudien drin und so, da steht dann hinten drin, dass es für die Menschen, die also in den Wohnungen bei Hartz IV-Empfängern gucken sollen, ob da zwei Zahnbürsten gleich stehen, obwohl da nur ein Mensch gemeldet ist, in Nordrhein-Westfalen. Haben die Argen, so die Jobcenter in Nordrhein-Westfalen, eine Bezeichnung erfunden. Die nennt man dann nämlich Verfolgungsbetreuer. Auch so ein richtig schönes Wort. Ich gehöre noch zu denen, die noch Orwell gelesen haben, 1984, wo es ja darum ging, mit Sprache so umzugehen, dass man die Wahrheit auf möglichst geschickte Weise verbirgt. Und mir ist das schon 2003 so ein bisschen eigentlich aufgegangen, dass diese beiden Schlüsselworte von Hartz IV wahrscheinlich solche Worte sind. Also fördern und fordern. Und ich habe also damals 2004 in Dithmarschen bei Schnee und Eis mit ein paar anderen, das waren so fünf Personen, die Anti-Hartz-Demos mit organisiert. Die einzige Gruppe, die Menschen, die es beschimpft hat, waren die Hartz-IV-Empfänger, weil die dachten, wir wollten ihnen auch noch Hartz-IV wegnehmen und uns keine 3 Minuten Zeit gaben, um ihnen zu erklären, dass wir ihnen gerade aus der Patsche helfen wollen. Es hat ja auch damals kaum jemand wirklich. Also hier in Leipzig gab es ja auch eine sehr lange Anti-Hartz-Demo, glaube ich, meine ich jedenfalls, mich zu erinnern, habe ich in der Taz immer gelesen. Und Leipzig gehörte, glaube ich, zu den Städten, die diese Demo am allerlängsten gemacht haben, gegen Hartz IV. Aber unmittelbar nach Leipzig muss dann aber auch Heide in Dithmarschen gekommen sein. Also wir haben auch sehr lange, bis Ende 2005, glaube ich, über ein Jahr, jeden Montagabend in Heide auf dem Markt gestanden. Ja, und da fiel mir eben auf, dass diese beiden Worte fördern und fordern, das hat sich ja inzwischen auch herausgestellt, nichts anderes heißen als Zwang und Kontrolle. Und das ist im Grunde ganz typisch für diese Orwellsche Sprache. Man benutzt tatsächlich das Gegenteil, um den wahren Inhalt von Worten sprachlich zu verstecken. Und ich weiß, wenn ich sowas sage, da gibt es jede Menge Gegenbeispiele. Man kann, natürlich gibt es auch bei den Hartz-IV-Empfängern Leute, die faul sind. Da habe ich gesagt, okay, es gibt auch ganz oben bei den ganz reichen Leute, die faul sind, in der Mitte auch. Und außerdem sind wir alle 40 Jahre lang nach Griechenland gefahren, weil wir diesen total... Also, ich noch nie, aber weil wir den Alexis Tsipras, diesen relaxten Griechen, einfach so total toll gefunden haben. Und überhaupt, dass die alle so entschleunigt leben und alles ist so schön und so. Und jetzt plötzlich sind das alles faule Säcke, die sind alle ganz schlimm und so. Und wieso helfen wir denen überhaupt und so? Das verstehe ich nicht, weil wir haben es eigentlich immer bewundert, dass die einfach mal das ganze Tempo aus dem Leben so ein bisschen rausgeschraubt haben. Dafür haben wir also als Wessis, also ich nicht, aber die anderen, viel Geld bezahlt, um in diesen Genuss dieses Lebensklimas zu kommen. Auch bei den Italienern, gerade die Süditaliener. Das ist so, alles, alles,
Phase so relaxed und dann arbeiten, ja, machen wir uns auch. Und jetzt plötzlich sind das fast alles Kriminelle geworden, die uns nur ausbeuten. Also irgendwie stimmt da was mit unserer eigenen Mentalität, jedenfalls im Westen, nicht. Die Frage ist ja bei der ganzen, ich will ja über das Grundeinkommen reden, aber so ein bisschen die Mentalität schildern. Die Frage, arbeitet denn überhaupt noch jemand? Kann man das überhaupt finanzieren? Ich nehme mal an, dass das hier schon weitgehend durchdiskutiert ist. Oder? Wer von Ihnen meint denn, dass ganz viele nicht mehr arbeiten würden, wenn jeder Mensch 1000 Euro Grundeinkommen kriegt? 1, 2, 3, 4. 4,5, 4,75. Und jetzt zweite Frage, wer von den Anwesenden würde denn nicht mehr arbeiten? Grundsätzlich nicht mehr, wenn es 1000 Euro Grundeinkommen gäbe. Ich brauche jetzt schon nicht zu arbeiten. Weil ich schon Rentner bin. Was machen Sie denn da gerade? Da an der untersten Grenze des nicht vorhandenen Grundeinkommens dahin vegetiert. Sie arbeiten doch gerade. Nö. Ist das keine Arbeit? Nein. Das ist die Frage, was man als Arbeit definiert. Da können wir uns natürlich ganz schön drüber streiten. Also, das ist natürlich die Sache. Ich habe mal auf einem Kongress in Salzburg gehört, es gibt 40 verschiedene Formen von Arbeit und eine dieser verschiedenen Formen ist Lohnarbeit. Außerdem, also wer diesen Film Kultur plus Grundeinkommen kennt, weiß, dass 60% der Arbeit, die in Deutschland geleistet wird, nicht in Lohn arbeiten sind. 40% sind in Lohn arbeiten. Überhaupt nur 40% der Bevölkerung gehen einer Lohnarbeit nach. Das sind ja alles Zahlen, sag ich mal, die verhältnismäßig bekannt sind, bei denen, die sich mit Grundeinkommen beschäftigen. Und die einen ja nachdenklich machen, ob das System überhaupt funktioniert, wenn die Arbeitslosigkeit weiter abnimmt. Und wie gesagt, das wird sie. Wir steuern, ob wir das wollen oder nicht, auf die 80-20-Gesellschaft zu. Vielleicht schaffen wir eine 25-75-Gesellschaft oder sowas. Aber es geht in die Richtung, die Zahlen aus Spanien, weil es in Bosnien 42% Arbeitslosigkeit generell, also nicht nur bei Jugendlichen, aus allen Ecken und Enden sickern uns jetzt Arbeitslosenzahlen entgegen, die weit, weit im zweistelligen Bereich sind. Und dann gibt es natürlich noch Länder, über deren Statistik reden wir in der Beziehung lieber nicht. Die haben sowieso schon eine Arbeitslosigkeit von 80%, also in Afrika oder so, in großen Gebieten jedenfalls. Da ist nichts. Und es entstehen in Deutschland auch immer mehr Zonen, in denen nichts mehr ist. Also Mecklenburg weiß ich ja auch, dass da einiges schräg läuft. Ganze Dörfer leer werden, die dann von einer bestimmten Menschengruppe aufgekauft werden. Und wir haben jetzt in Schleswig-Holstein auch so ein großes Gebiet in der Mitte. Da steht jedes dritte bis vierte Haus leer. Die Schmieden sind weg, die Kaufläden sind weg, die Töpfereien sind weg. Da ist nichts mehr. Und die Menschen ziehen weg, um sich in den Jobcentern in Hamburg in der Schlange anzustellen. Und die Frage ist, wie kann man Gegenden, gerade auch ländliche Gegenden, wieder so gestalten, dass da wieder was entstehen kann. Wenn sich Landwirtschaft nur noch lohnt mit Windrädern oder Solarenergie auf den Wiesen, dann ist das natürlich keine Landwirtschaft mehr. Also diese Probleme sind ja auch in Zeitung, die kennen wir alle ziemlich gut. Die Frage ist eben, wie kommt man da raus? Und ich möchte auch gleich gar nicht mehr so viel erzählen, aber natürlich gerne über die in die Diskussion kommen, meinetwegen auch mit dem Argument, kann das überhaupt funktionieren, ist das nicht völlig verrückt, also ganz von unten denken, keine Hemmung haben. Ich möchte aber noch eine Anekdote erzählen, meine Lieblingsanekdote, wenn es heißt, es arbeitet dann keiner mehr. Also es hier gerade noch einige meinten. Meine Lieblingsanekdote ist die Klofrau an der Autobahnraststätte Hannover-Garbsen nachts um 3 Uhr. Da war ich kurz austreten und dann saß sie da sitzen und dachte, na, frag sie mal, würden Sie noch arbeiten, wenn ich Ihnen Ihr Leben lang 1000 Euro im Monat schenken würde? Ja, was denken Sie denn, was ich hier mache? Ja, sag ich, Klos putzen? Ha! Heute Vormittag, zwei Junkies haben sich nacheinander Spritze gesetzt, waren eingeschlossen im Klo,
Ich musste Krankenwagen rufen, musste die aufpeppeln, also den Junkies, nicht den Krankenwagen. Dann die Polizei holen und dafür sorgen, dass das Ganze ordnungsgemäß ablief. Das dauerte für jeden der beiden 2 Stunden. Und dann wollte ich mir Mittagessen Kaffee machen. Und dann war ich gerade dabei, den Kaffee zu machen, da höre ich das Wimmern auf dem Klo. Und ich gucke rein, was ist das denn? Und da saß ein Manager, den gerade seine Frau angerufen hatte, dass sie ihn verlassen wird. Ich sage, kommen Sie raus, ich mache Ihnen Kaffee. Nahm mit 2 Stunden mit ihm geredet. Er fuhr glücklich nach Hause und sagte, das kriege ich in den Griff zu Hause. Und dann kam der Satz von ihr. Ich bin Seelsorgerin. Ich hatte vorgestern, da war von starken Frauen die Rede. Und da hieß es also Rechtsanwältin und Ärztin und so. Und ich glaube, die meisten, die da saßen, waren keine Rechtsanwältin oder Ärzte. Die ließen sich das einfach gefallen. Ich sage, Leute, was hat das denn mit starken Frauen zu tun? Muss man erst Rechtsanwältin oder Ärztin werden, um in dieser Gesellschaft eine starke Frau zu sein? Und da hatte ich halt diese Klofrau im Hintergrund und dachte, das ist für mich eine starke Frau. Sie sagte, selbstverständlich würde ich das weitermachen. Auch hier, aber vielleicht nur noch die Hälfte, weil ich nämlich eine kranke Mutter habe, um die ich mich schon lange nicht mehr kümmern konnte. In dem Beispiel ist für mich alles drin, aber wirklich alles, was ich mir vom Grundeinkommen erhoffe. Dass wir nämlich merken, dass eine Gesellschaft vorwiegend durch die nicht entlohnte Arbeit zusammengehalten wird. Wenn jeder nur das tut und jede, was man tun muss für seinen Lohn, dann nennt man das Streik nach Vorschrift. Arbeit nach Vorschrift. Und Arbeit nach Vorschrift ist das beste Streikmittel, das man sich überhaupt denken kann. Das heißt, wenn wir wirklich Lohnarbeit, wenn wir meinen, Lohnarbeit ist das Entscheidende in unserer Gesellschaft und hält die Gesellschaft zusammen, dann ist das meiner Ansicht nach ein Irrtum. Weil, ich vorhin schon sagte, sowieso 60% der Arbeit, die in Deutschland geleistet wird, nicht entlohnte Arbeiten sind. Und die Frage ist, da sage ich jetzt mal so zu uns als Politiker, es gibt 3 Menschengruppen, die haben ein Riesenproblem, und zwar das Gleiche. Das sind Politiker und Politikerinnen, Mediziner und Lehrerinnen und Lehrer. Die wissen, Kraft, Beruf, immer besser, was andere Leute gut tut, als die Leute sind, Leute selber. Die müssen immer meinen, sie müssten für andere Menschen entscheiden, weil die zu doof sind, es selber zu machen. Also die Ärzte, um Gottes Willen, man frage einen Arzt bitte nicht nach der konkreten Funktion der Leber, machen sich mal keine Sorgen. Lehrer wissen, stehen vorne. Ich bin im medizinischen Bereich, habe ich eine Ausbildung, ich bin 30 Jahre Lehrer gewesen und ich bin Politiker. Also ich gehöre allen diesen 3 Berufsgruppen an. Rechtsanwälte gehören noch mit. Die könnte man auch. Aber als Lehrer, wenn man sagt, mein Wort zum Schulsystem, das ist ja genauso schlimm wie die Arbeitswelt. Das Bildungssystem ist hierarchischer als die katholische Kirche. Und man meint, wenn man in einem Unterricht als Schüler 13 Jahre vorne jemand stehen hat, der einen 13 Jahre sagt, was man machen soll, dann kommen am Schluss selbstbewusste und kreative junge Leute dabei raus. Da soll mir mal jemand erzählen, wie das funktionieren soll. Das geht gar nicht. Und wenn ich Schülerinnen und Schüler frage, wie viel Prozent von dem, was euch im Leben beschäftigt, wird in der Schule behandelt? Sagt man in Prozenten, dann habe ich noch nie gehört, dass jemand, der ehrlich war, mehr als 10% gesagt hat. Und ich finde, das geht nicht. Es gibt wer sich dafür interessiert, ist ja nicht mein Thema heute, aber es hängt natürlich miteinander zusammen, weil ich auch in dem Grundeinkommensimpuls einen Kulturimpuls sehe und kein Finanzimpuls, ist der ganz eng mit der Bildungsfrage natürlich verknüpft. Die Bildung muss darauf reagieren, sie muss das Grundeinkommen vielleicht sogar vorbereiten. Also so eine Veranstaltung wie hier ist eine gemeinsame Bildungsveranstaltung zum Grundeinkommen, damit wir lernen, uns da überhaupt und ich auch, mich da in bestimmte Gedanken und Empfindungen reinzuleben. Und das ist, was wir jetzt hier machen, ist Kultur und Bildung miteinander. Also, das Bildungssystem kann so auch nicht weiterlaufen. Man mal auf YouTube Gerald Hüther anhören. Das ist ein Neurologe, der sagt, es gibt nur eine Situation, unter der der Mensch lernt. Und das sage ich jetzt parallel zum Arbeitsbegriff.
Das Gehirn hat bestimmte Zellen hier oben, die in einer Situation Hormone ausschütten, durch die der Mensch lernt. Und diese Drüsen schütten nur in einer bestimmten Situation im Leben Hormone aus. Und das ist Begeisterung. Sodass dieser Neurologe zur Auffassung kommt, und damit versucht er gerade unser Bildungswesen zu revolutionieren, mit Peter Maffay zusammen und so, da sind ganz viele dabei. Wir brauchen ein Schulsystem, das Schülerinnen und Schüler begeistert, was sie nur dadurch lernen. Ich will darauf nicht weiter eingehen, da kann man viel noch dazu sagen, gibt da auch ein tolles Video von ihm. Und genau das Gleiche ist mit der Arbeit. Wenn wir tatsächlich meinen, Arbeit ist so, ich bin eigentlich auch Christ, aber da habe ich eine richtige Kritik, Arbeit ist die Strafe Gottes für den Sündenfall. Also der Mann steht ja dann am Anfang, der Mann kriegt für den Sündenfall die Strafe, du musst arbeiten, Schweiße deines Angesichts. Und dann hört man das Kleine, sagt, ja, mache ich ja schon. Und die Frauen, das ist ja noch viel schlimmer, die haben noch eine andere Strafe, die müssen nämlich unter Schmerzen Kinder gebären. Auch das ist eine Strafe. Finde ich ja beides nicht so, eigentlich. Deswegen bin ich auch fürs Grundeinkommen. Weil das eigentlich Dinge sind, die man auch mit Begeisterung tun kann. Man kann auch schmerzhafte Dinge aus Begeisterung tun. Der Schlusssatz ist, ich habe den Gerhard Hüther gefragt, wenn er sein pädagogisches Konzept überträgt ins Soziale, ob er das schon mal gemacht hätte und ob er sich mal überlegt hat, was dabei rauskommt. Da sagte er mir, und ich wusste das vorher nicht, ja, das habe ich schon. Und was dabei rauskommt, wenn ich mein Bildungskonzept umsetze ins Soziale, ist das bedingungslose Grundeinkommen. Das war mir bei Hüther noch nicht bekannt, also ich habe ihn persönlich gefragt und bin froh über die Antwort. Jetzt lasse ich das mal so stehen. Und Finanzierungsfragen, Steuerfragen, ob jemand arbeitet, das machen wir dann jetzt lieber im Gespräch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Nicht zu lange, ne? Vielen Dank, lieber Abend.